Gut, weiter geht's. Ihr seht gerade, es ist ein bisschen kühl, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich würde sagen, lassen wir Lara nicht so lange hier in der Kälte stehen, sondern bringen wir sie mal ins Warme. Ich wollte mich noch einmal umgucken, ob hier noch irgendwo was ist. Sieht aber nicht so aus. Also rein da. Ich denke, meinen zweiten Stock kommen wir auch so. So, jetzt holen wir uns erstmal hier ein bisschen Munition. Also nach den ganzen Kämpfen, die wir zuletzt hatten. Was macht die denn jetzt hier? Ach so, hier ist eine Tür zum Aufmachen. Ach nee, ein Spind. Cool. Ich wollte eigentlich mich nur ein bisschen am Feuer wärmen. Ah, hier die Ratten. Sind ist so, Ratten geben auch XP, oder? Aber die bewegen sich vielleicht ein bisschen schnell. Ja, gut, das mit den Ratten lassen wir mal. Jetzt gucken wir uns aber hier mal um. Da sehe ich doch. Ach so, hier komme ich hier durch? Nee. Na gut, dann schauen wir mal. Hier geht es auf jeden Fall ins zweite Stockwerk. Hier auch nichts, was wir plündern können. Hier auch nicht. Umschauen. Na, hier ist aber auch nichts mehr. Schade. Gut, dann mal ab nach oben und da mal gucken, was wir da finden. Da hinten sehe ich schon mal Bergungsgut. Ah, jetzt wäre eine Fackel nicht schlecht. War hier unten nicht irgendwo. Hier unten war eine Fackel. Beziehungsweise können wir uns hier eine Fackel basteln oder unsere Fackel anzünden wieder. So, dann können wir nämlich hier uns auch ein bisschen Bergungsgut zusätzlich noch holen. So, ja, fällt natürlich jetzt doof nach unten, aber kann ich so gerade noch mit leben. Bergungsgut hier hinten nehmen wir natürlich auch mit. Ja, also wenn wir zum nächsten Mal. Okay, hier können wir die Tür öffnen. Soweit bin ich noch nicht, weil erstmal hier umschauen. Hier waren ja die ganzen Gegner gerade. Mal gucken. Das sieht aber so. Ups. Nichts. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte zumindest, dass irgendwas hier ist. Na gut, dann öffnen wir doch mal die Tür. Ah, hier haben wir eine Kiste. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Weiß ich nicht, Lara. Schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Ach nee, das ist wieder so eine, wo ich zwei finden muss, wo ich nicht mehr irgendwas zu untersuchen finde. Okay, halb so wild. Halb so wild, so. Ja, genau, hier waren die Kerle. Oh, hier haben wir wieder. Ist hier was? Ist das ein Verbrennen oder ist das jetzt Zufall? Ich glaube, das ist Zufall, dass hier ein Symbol hängt. Das leuchtet nämlich nicht gelb. Ja, gut, dann gehen wir mal raus und mal nach oben. Mal gucken, was wir da finden. Ja, da ist der. Da wollen wir hoch. Ist ein bisschen was. Ah, hier ist ein Campfire. Campfire. So, jetzt können wir uns wirklich mal die Ausrüstung anschauen, denn wir haben ja 540 Upgrade-Punkte mittlerweile. Und wenn ich jetzt, wann dann? Bogen. Wir haben ja Waffenteile bekommen. Kann ich die jetzt hier irgendwie nutzen? Ne, hier noch nicht momentan. Gucken wir mal beim Gewehr. Was habe ich denn? Ja, am meisten nutze ich eigentlich die Pistole, um ehrlich zu sein. Also von den anderen Waffen. Da wäre es vielleicht ganz clever, den Salven-Modus mal zu aktivieren. Anderen Seite erweitertes Magazin. Rückstoß. Höhere Präzision. Ja, ich könnte mir lieber die kleineren Sachen kaufen. Okay, das hier benötigt belüfteter Schlitz. Ja, wisst ihr was? Wir kaufen uns mal einen belüfteten Schlitz. Schlitten. Wie komme ich auf Schlitz? Ja, ihr wisst ja, Männer. Und dann können wir uns auch den zweiten kaufen. Das heißt, noch mehr Schaden. Das machen wir jetzt auch mal. So. Ja gut, jetzt reichen die restlichen Punkte natürlich erstmal für nichts, aber wir können uns zumindest noch den Fähigkeitenpunkt investieren. So.
Ja, das mit dem Stein, Dreck ins Gesicht, der interessiert mich jetzt nicht ganz so. Gucken wir, was wir hier kaufen können. Durchsuchen Kisten und Truhen, zusätzliches Bergungsgut wäre vielleicht ganz gut. Tierkadaver finde ich momentan eh nichts. Bogen brauche ich auch nicht. Es liegen eh überall Pfeile. Wir nehmen das mal. Also ein bisschen mehr Loot kriegen. So, sehr schön. Gut, dann weiter geht's. Oh, oh, vielleicht nicht durchs Feuer laufen, Lara. Ja, dann würde ich sagen, beginnt mal unsere Kletterparty. Wobei... Ach, können wir auch in die andere Richtung? Ah! Uiuiuiui, also das ist aber hier... Wenn wir uns mal umschauen... Ups, die Kamera ist so ein bisschen, ihr merkt es gerade... Fehlerhaft, möchte man fast sagen. So. Also jetzt erinnert es mich wirklich gerade extrem an Far Cry. Nicht nur, dass wir ein Insel-Setting haben, nicht nur, dass wir ständig irgendein Zeug einsammeln, sondern dass wir jetzt auch noch Türme erklimmen. Okay, los geht's. Ja, ich meine, wir können uns auch mal eine Minute Zeit lassen und hier den wunderbar nicht vorhandenen Blick genießen. Ja gut, bei dem alten rostigen Turm sollte man sich wohl nicht zu viel Zeit lassen. Dem Himmel entgegen, Lara. Wow, das ist verflucht hoch. Leap of Faith, Lara, oder wie läuft das? Oh, da fehlen ein paar Sprossen. Ja, das wird noch interessant. Boah, in der Höhe springen? Ah, doch nicht. Oder? Holy shit, hat die Frau Eier. Und übrigens, ich spiele das gerade nur so als Info für euch. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Okay, Sender einstellen. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und... Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon, komm schon! Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Hart. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Ein Signal. Ja.
Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ja, und wie passend, dass hier oben direkt eine Zipline ist. Oh, das ist aber ein Weg nach unten. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, dann, juhu! Holy moly! So kommt man definitiv runter. Ja, hätte das nicht eigentlich, ja, viel mehr Impact haben müssen bei der Geschwindigkeit, aus der Höhe. Oh, lass mich ran, wenn ich das... Gegner vielleicht? Stehen schon wieder Truhen für Deckung. Vielleicht auch nicht. Treibstofftanks. Okay, holen wir jetzt erstmal die Munition hier. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. So. Wo ist eine Fackel, wenn man sie braucht? Oh, der liegt da auch schon so ein bisschen tot rum. Oh, keine Pistole. Ah, doch ein bisschen. Ne, keine Pistole. Ah, 3-4 Schuss oder sowas. Ja, sehr gut gemacht, Lara. Ist hier noch irgendwas? Nee. Die Fackel zu entzünden. What the... Ach so. Ah, die kann ich jetzt jederzeit entzünden. Sehr cool. Werfen wäre ein bisschen schöner, sicherer vielleicht. Lauf. Leite ihn noch so ein bisschen aus dem Weg. Oh, wo ist hier der Durchgang? Glaubt, das nennt man knapp, um mal ganz ehrlich zu sein. Uiuiuiui. Oh. Der Pilot. Okay, Pilot. Ja, Pilot, Pilot, Pilot. Aber erstmal. Das Kind ist eh in den Brunnen gefallen. Da können wir uns auch erstmal hier ein bisschen umschauen. Schwingen Sie an herunterhängenden Bannern wie an einem Trapez. Ah. Cool, das hat jetzt hier doch so ein... Wenn jetzt nicht alles einstürzen würde, ich da Tomb Raider-Feeling. Holy moly, ey. Ich habe so das Gefühl, hier gerade Uncharted zu spielen. Lauf, Lara, lauf. Oh Mädel, nimm die Beine in der Hand. Oh,
Was für ein Trip ist das denn hier bitte? Auf. Ja, komm, komm her. Er ist natürlich ein bisschen doof, dass er jetzt den Piloten umgebracht hat. Plündern wir hier noch. Vielleicht lebt er ja noch so ein bisschen. Ja, vielleicht auch nicht. Tja, das war wohl unser letztes bisschen Hoffnung. Erstmal hier um. Da hinten ist nämlich nochmal ein Korb, den wir anzünden können. Wir wollen ja kein Treibgut zurücklassen. Ach, ich sag schon wieder Treibgut. Ich sag ständig Treibgut. Treibgut könnte ich nennen, wenn wir irgendwo am Strand wären, aber sind wir ja nicht ganz. Ein paar Pfeile nehmen wir auch mal mit. Warum eigentlich nicht? Ach, hier geht's nach oben noch. Ah. Oh, sehr schöne Kiste. Da hätte ich ja fast übersehen. Da ist da wirklich schönes Loot drin. Eine Waffenmod. Ja, gibt Schlimmeres. Das ist natürlich echt Worst Case. Eigentlich kann ich die doch benutzen, die Pflanzen. Ja, wirklich der Worst Case, dass hier... Es kommt ein Flugzeug für uns und genau das stürzt ab. Also, puh. Ja, wenigstens haben wir ein Campfire gefunden, um die Schnellreise nutzen zu können. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ja, die gute Lara stellt sich so... Oh, okay, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich habe gerade Tonprobleme. Ich muss die Aufnahme stoppen. Sorry.